und herzlich willkommen zur nächsten Aufnahme-Session. Nein, herzlich willkommen zur nächsten Folge von Hexmine. Und es ist wie ein Wunder. Tag, Mensch. Ist ja an sich schon ziemlich toll. Ja gut, ich habe eigentlich gesagt, ich werde ein bisschen was vorher farmen, aber... habe ich jetzt nicht. Und, ach, warte mal, noch eben kurz. Mensch, welch... Überraschung. So. Was ist das denn? Ist das eine goldene Feder oder was ist das? Chocobo-Feder. Ne. Okay. Ich werde mir jetzt noch ein bisschen was von dem Stein hier holen, denn damit muss ich ja im Grunde nur den Boden auslegen. Da werde ich nicht so extrem viel brauchen. So, deswegen dauert das jetzt nicht so extrem lange. Ein bisschen rumgraben, ein bisschen abbauen, was weiß ich. Und danach kann ich euch schon mal erzählen, was ich im Grunde vorhabe. Ich habe im Grunde vor, ein bisschen durch die Gegend zu düsen. Mir ein paar Türme anzugucken, da ein bisschen Unruhe zu stiften und so weiter und so fort. Denn ich wollte ein bisschen was zusammensuchen. Allerdings wollte ich das erst natürlich erst machen, nachdem ich den Scheiß mit dem Lager endlich geklärt habe. Und, naja, das dauert halt noch ein bisschen. Da muss ich jetzt ein bisschen rumgucken. Ich weiß gar nicht, wie viel von dem Zeug ich brauche. So extrem viel brauche ich hiervon nicht, da ich ja nur den Boden auslegen muss und nicht auch noch die Wände. Deswegen ist es mir bei dem jetzt schon so ein bisschen lieber. Ich kann auch schon mal ein bisschen was wieder loswerden. Weshalb habe ich eine verdammte Holztür bei mir, Alter? Von wo? Naja, kann mir jetzt auch, ehrlich gesagt, auch egal sein. Das weiße Zeug erstmal da rein. Ich denke mal so drei Stacks oder so, das sollten eigentlich reichen. Weil, wie eben gesagt, ich brauche ja eh nur den Boden, von daher. Na gut, dann werde ich sagen... noch eben kurz dieses Stack hier voll machen, dann hole ich mir noch eben zwei Marble, weil bei 26 kommt auf jeden Fall eine ungerade Zahl raus, wenn man das dann teilt. Und da habe ich nicht so sonderlich viel Bock drauf, dann noch irgendwie auf zwei Marble-Blöcken da rumzusitzen. Da habe ich das dann lieber gleich und einheitlich. 2, 3, 4, 5. Na, okay. 1, 2, 3. Läuft doch! Wie gesagt, jetzt noch eben zwei Marble-Blöcke. 1, 2. Passt. Dann können wir jetzt erstmal zurückdüsen. Mein Electric-Stuff ist gleich leer. Aber das ist mir ehrlich gesagt auch gerade egal. Hauptsache, ich krieg das Lager endlich fertig. Ich meine, das Schlimmste wird dann so das Einsortieren sein. Aber... da mache ich mir jetzt nicht so extrem große Sorgen. Ich finde eigentlich, auch wenn es ziemlich scheiße ist, das Einsortieren, macht eigentlich sogar recht viel Spaß, finde ich. Na los, komm. Ich hab's irgendwie so im Urin, dass das nicht reicht. Nicht du, sondern du. Okay, dann packen wir erstmal hier an. Und wie ich sagte, hätte ich mir nicht noch zwei weitere geholt, dann wäre es jetzt ungerade. Und wie gesagt, damit den ungeraden Scheiß hasse ich einfach so. Okay, die Spitzhacke bräuchte ich im Grunde, falls ich mich verbaue. Und ich werde mich verbauen, das weiß ich jetzt schon. Oh, und wie die drei Stacks nicht reichen werden. Ich habe ja jetzt schon die Hälfte von dem verbraucht und oh Gott. Naja, im Grunde kann ich ja sagen, wenn ich die Hälfte vom Lager fertig habe, kann ich ja schon mal anfangen, so ein bisschen was einzusortieren. Und vielleicht schon mal ein bisschen Spaß haben mit dem Einsortieren, ich weiß es nicht. Oh, Leute. Da habe ich mich ja mal total verschätzt mit den drei Stacks. Deswegen die verdammte Spitzhacke. So. Ja, okay. Da konnte ich natürlich jetzt auch nicht so unbedingt mit rechnen, aber... ist jetzt auch nicht so ein Problem, denke ich. Wie gesagt, Hälfte des Lagers erstmal fertig haben, ist auch nicht so ganz schlecht. Kann ich wenigstens schon mal anfangen, im Grunde eine Seite auszufüllen mit Kisten und hast du nicht gesehen. Dann kann ich mich im Grunde im Laufe der Zeit mit dem Rest auch noch irgendwie beschäftigen.
So, dann nehmen wir jetzt mal die weißen. Bei denen reicht das, denke ich mal, auch nicht. Denn wie gesagt, bei denen ist ja auch noch Außenwände und die Wände und die Decke an sich muss ich da ja mit der irgendwie noch fest tackern. Und das wird alles nicht reichen. Hier muss ich mal eben kurz so was hinklatschen. Was soll das eigentlich sein? Weshalb zur Hölle ist das hier eigentlich so komisch? Ist das etwa auch? Achso, okay, hier kommt auch noch eine Kiste hin. Hier ist ja die komische Wand. Habe ich alles gewusst, alles gewusst. Nee, das ist jetzt wieder falsch. Alles dumm, was ich hier mache. Nein, uncool. Aber ich sag's euch, wenn das Lager erstmal fertig ist, dann wird das auf jeden Fall Bombe aussehen. Besonders wegen den Fackeln, die ich da mit dem Stardust noch machen werde. Die muss ich ja allgemein noch ein bisschen verteilen, auch in meinem Haus und oben in dem Bereich, wo die Portale überall dann hinkommen und so weiter und so fort. Das sage ich euch jetzt schon, das wird super, super. Da, drei, so. Und die Außenwände hätte ich im Grunde, oder? Nur noch die Decke. Was heißt ja eigentlich nur noch, ey? Ja, wobei, das könnte ich dann theoretisch. Aber warte mal. Zwei, drei Stacks sollten auf jeden Fall dann reichen für den Rest. Also von den roten Zeug. Wenn ich hier an der Seite anfange, dann habe ich, wie ich es ja schon gesagt habe, im Grunde eine Hälfte schon mal fertig. Und das finde ich sieht dann besser aus, als wenn man irgendwie an der einen Seite was hat und dann hier noch und bläh und bläh und bläh. Da habe ich dann lieber im Grunde an jeder Seite schon mal irgendwie so ein bisschen was. Ich frage mich, wie viel ich da noch brauchen werde. Okay. Na gut, ich muss jetzt erstmal mal kurz nach oben. Hui. Und nochmal hier wieder runter. Denn ich brauche nicht das. Das auch nicht. Ich brauche die Kisten zum einen und zum anderen. Die Kiste ist leer. Weshalb habe ich die da überhaupt? Danke. Und zum anderen muss ich mal kurz gucken, wo ich was drin habe. Hier dürfte ich, glaube ich, den Stardust drin haben, genau. Dann habe ich hier doch noch irgendwo Gold drin, oder? Da habe ich Gold drin und dann brauche ich noch Dias. Die habe ich hier. Gut, wie war das denn? Ich glaube. Nee. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ja, passt schon so. Ich glaube, das war so. Nee, dann andersrum. 64 habe ich von denen schon einmal. Das ist super. Gefällt mir auf jeden Fall. Was habe ich denn jetzt alles rein? Nee, 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 nicht den Rucksack da rein. So. Die müssen wir dann jetzt erstmal richtig verteilen. Und Leute, ich sag's euch, die Teile sehen cool aus. Hier, ne? Da. Dann da. Dort. Da muss ich natürlich gucken, was für einen Abstand hat das. Drei. Eins, zwei, drei. Hierhin, 1, 2, 3, hierhin, 1, 2, ja, okay, das kommt einigermaßen hin. Da muss im Grunde hier noch was hin. Da, genau. Da kommt was hin, da kommt was hin, da kommt was hin. Und da. Dann geht's runter. Und hier packe ich im Grunde immer an jeden dieser Balken einen hin. Sind zwar kostspielige Fackeln, aber die sind recht cool. Also ich finde die vom Design her relativ geil und ich finde die passen auch viel, viel besser zu dem, die passen auch viel besser zu Marvel. Deswegen finde ich jetzt,
so an sich die Fackeln gar nicht mal so scheiße. Okay, hier muss ich mir noch irgendwas überlegen. Das kann weg. Jo, dann gehen wir mal eben kurz eine Runde pennen. Dahin habe ich ja das Bett hingepackt. Uiapatschala! Ich weiß nämlich nicht mehr, ob ich überhaupt noch mein Savepoint hier habe. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal das Bett abgebaut habe oder nicht. Ein schlechter König, aha. Hier, Leute, dann geht mal schlafen. Ich möchte mein Lager zu Ende bauen. Gut, na gut, dann wollte ich jetzt erstmal so ein paar von den Kisten runterbringen. Ich denke mal, da werde ich diese Folge jetzt noch keine Action machen. Ich werde jetzt erst noch irgendwie das Lager fertig bauen. Sollte ich in dieser Sch das sollte ich hier noch hinkriegen. Tschüss, wat wie wo? Miau. Tschüss. Okay, hier kann ich dann theoretisch schon mal anfangen. Warte mal, vier. Weil ich habe das jetzt einigermaßen so gemacht, dass ich im Grunde immer so in jedem Bereich vier bestimmte Kisten habe, die im Grunde für ein bestimmtes für ein bestimmtes Thema zuständig sind. Zum Beispiel eine Seite, wo vier Kisten sind, klatsche ich im Grunde nur Rüstung hin. Da bekommt im Grunde jede Kiste sein eigenes Rüstungsteil, wie zum Beispiel Helm, was weiß ich, hast du nicht gesehen, das und dieses und jenes und so weiter und so fort. So, jetzt muss ich hier erstmal wieder Wartbein abbauen. Und zum Beispiel geht es dann bei den anderen um Nahrung oder wenn es ums Kämpfen geht oder was weiß ich. Also halt alles bekommt irgendwie so ein bestimmtes Thema und so werde ich das dann auch irgendwie sortieren. Ich hoffe natürlich, dass ich das einigermaßen gut sortieren kann, denn sortieren ist nicht so geil. Allein schon die Tatsache, dass ich so riesen, dass ich so extremst viel Zeugs bei mir habe. Ich glaube, wenn ich das Lager fertig habe, werde ich anfangen zu sortieren und dann offscreen das alles beenden mit dem Sortieren und so. Aber ich glaube, eine ganze Folge lang nur sortieren, das werde ich nicht durchhalten. Nicht im geringsten, Leute. Das ist auch für euch nicht mal ansatzweise lustig oder interessant oder spaßig oder toll oder irgendwas anderes, was Spaß macht. Naja, kann man natürlich auch nichts machen. Söhrchen! Ach, hier habe ich schon wieder Eisen. Mensch. Das ist so interessant. Ich brauche das gar nicht. Ich hatte das Gefühl, die Diamanten hier sind irgendwie Diamanten genauso extrem häufig wie Eisen in dem normalen Minecraft. Weil ich habe irgendwie so gut wie immer mehr Diamanten als Eisen. Liegt im Grunde auch nur daran, weil ich auch immer in irgendwelche Türme gehe und so weiter. Hoppala. Hoppala. Und da auch nochmal. Wie viel habe ich jetzt? Ach komm, fast drei Stacks. Ich weiß, beim letzten Mal, da hieß es auch, ja, okay, drei Stacks, das reicht. Ich nehme mal vier Stacks mit dieses Mal. Von dem anderen Stein dann auch. Ist zwar jetzt langweilig für euch, aber ey, will man machen, ne? Gehört natürlich auch zu Minecraft, dass man hin und wieder mal ein bisschen was abbaut. Auch wenn es Minecraft Hexit ist. 25, okay. Das Schöne ist, da die jetzt weg sind, kann ich jetzt im Grunde, selbst wenn es Nacht ist, einfach weiterbauen, beziehungsweise auch auskundschaften, wegen Sternschnuppen.
Weil, ihr habt ja gesehen, die sind relativ wertvoll für mich wegen den Fackeln. Die Fackeln sind toll und die Sternschnuppen, die sind einfach viel zu selten, als dass ich da jetzt extremst viel von den Fackeln da kriegen könnte. Söchen, das wären dann einmal 4 Stacks. Dann würde ich sagen, baue ich mir noch 4 Stacks von dem roten Zeug ab. Na gut, wieder hier oben hin. Und einfach mal drauf losbauen. Aber vorerst würde ich sagen... Crafting Table kann weg. So, ja. Ich brauche nämlich nichts, was ich jetzt irgendwie... brauche jetzt nichts, was mein Inventar zumüllt. Denn mit den Steinen hier habe ich genug, was mein Inventar zumüllt. Nein, jetzt habe ich auch noch einen Kaktus aufgenommen. Naja, Wurst. Was will man dagegen tun? Nix. Ach ja. Ich muss sagen, anfangs hatte ich so meine Bedenken, was das Projekt angeht, weil ich meine, Minecraft, 25 Minuten Folgen, also wenn man sie dann machen will. Ich habe es in letzter Zeit ein bisschen zu häufig gemacht, sogar ein bisschen zu häufig überzogen, aber naja. Weil das Hochladen, das waren so meine Bedenken. Das Bearbeiten ist an sich kein Problem, das geht bei mir in wenigen Minütchen durch, aber das Hochladen, das ist immer so eine Sache, die muss ich über Nacht machen, weil anders geht das einfach nicht. Weil sonst wäre ich nur am Hochladen und, ja. Nicht so geil. Ja, gleich 2 Stacks, okay. Ich glaube, jetzt reichen sogar 3 Stacks bei dem. Und wenn nicht, dann beiße ich mir ins linke Ei. Und ja, das meine ich ernst. Man kann es jetzt, glaube ich, nicht ernst nehmen, aber hin und wieder meine ich das schon ernst. Ja, hin und wieder. Du-ba-ba-du-ba-bup. Wie viel? 35, ja, oh, Mensch. Ha! Ich wünschte, ich hätte so einen tollen Hammer. Es gibt ja auch so einen tollen Hammer, damit kann man mehr Zeugs auf einmal abbauen. Ich habe keine Ahnung, ob man den finden kann oder ob man sich den extremst schwerfällig herstellen muss mit, was weiß ich, wie komischen Crafting-Methoden. Das ist nämlich dann auch wieder ein bisschen doof. Da habe ich dann auch nicht wirklich so extrem viel Spaß dran. Okay, zwei noch. So, das muss dann jetzt vorerst... Ja, geil. Das muss dann jetzt vorerst reichen. Na gut, ich kann mich ja zum Glück fallen lassen. Ach, da hat Nori das hier alles gebaut, oder was? Ha. Ja, ich benutze sogar die, was ich? Schinken, ich bin wieder da. Geil. Da bekommt man doch gleich wieder... Hunger, Mensch. Na gut, Marble. So, und natürlich das wunderbare Zeug. Sind dann auch schon wieder etwas über 3 Stacks. Gefällt mir natürlich, gefällt mir. Oh, ich finde, das Lager sieht super aus. Also ich würde hier auch wohnen. Wenn's nötig ist. Habe ich eigentlich noch irgendwas hier in dem Weißdrucksack? Nee. Okay, dann mal weiter ans Werk. Okay, natürlich, dann habe ich natürlich jetzt nicht wieder die Möglichkeit, nachts wach zu bleiben, ne? Und nach Sternschnuppen Ausschau zu halten. Muss ich jetzt leider noch wieder pennen gehen, wenn die das wollen. Außer ich bin in dem Moment dann einfach nicht da. Also stehe dann in dem Moment einfach nicht zur Verfügung, was Pen, was die Sache Pen angeht, ne? Also, kann natürlich auch sein. Jetzt hörst du mal auf, hier immer was hinzusetzen, wo ich es gar nicht hinsetzen will, du Nase? Danke, meine Güte. So. Ja, okay, mit den Steinen kommen wir jetzt eindeutig hin. Sollte jetzt nicht so ein Problem sein. Ich werde dir dann noch irgendwie was hinbauen müssen. Irgendwas, was stylisch aussieht, cool oder was weiß ich, denn in der Mitte des Raumes würde es meiner Meinung nach ein bisschen zu dunkel werden.
Vielleicht werde ich in der Mitte des Raumes einfach so eine Reihe mit Ständern machen, wo ich meine Rüstungen aufhänge. Denn ich will einfach nicht, dass ich dann irgendwie urplötzlich, wenn ich da mal runterkommen sollte und irgendwas suche, dann hier so einen Creeper wieder finde, der mir dann irgendwie alles wegbombt. Meine, bisher hatte ich halt noch wirklich nicht das Problem, dass hier irgendwas gespawnt ist, bis auf einen Zombie, aber der hat auch nicht wirklich Krawall gemacht. Von daher ist das auch nicht so. Zombies sind jetzt nicht so unbedingt das Problem, aber wie gesagt, Creeper, da halte ich mich immer schön fern von. So. Ja, toll, wie ich hier nur wieder mal einen Block aussetze beim Bauen. Aber ich denke, dieses Mal sollte das reichen. Wenn nicht, dann baue ich eben kurz aus der Decke noch was ab. So, nein. Oh! So eine Scheiße. Okay, ich habe noch zwei Stacks, glaube ich. Ich bin, glaube ich, gerade mal bei der Hälfte, oder? Oh, das könnte knapp werden, das könnte echt knapp werden. Weil noch mehr habe ich jetzt nicht. Also ich wünsche mir, dass es klappt hier, dass es reicht. Wenn es nicht reicht, heißt es, dass ich wieder dahin muss und mir ein bisschen was holen muss. Und da habe ich ehrlich gesagt auch keinen Bock drauf. Uiuiui. Es reicht. Unser Lager wäre vorerst fertig. Ich muss natürlich noch die Kisten dahin packen, aber das werde ich natürlich auch noch machen. Leute, Mensch, bin ich erleichtert, dass das jetzt endlich vorüber ist. Aber wie gesagt, ich werde jetzt offscreen die ganzen Kisten hier hin platzieren, werde mir die Zeit nehmen und das alles einsortieren und appala, werde dann noch eine Folge, denke ich mal, aufnehmen mit ein wenig Action. Also ich hoffe natürlich, dass die Folge war euch nicht zu langweilig und ihr könnt mir natürlich ein bisschen was zu meinem tollen Lager sagen, ob ihr das irgendwie auch interessant findet hier oder zu groß oder ob man da andere Steine hätte nehmen sollen. Naja, ich weiß nicht. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi und Kowski.